Vigilant, something's wrong, sir. We're encountering some problems with the capsule on re-entry. Security Area? Bereich? Ne, da müssen wir nicht hin. Okay. It seems that we need to turn on the energy before we find a way to the security area. Power Station. Da müssen wir rein. Okay, wir kommen mit unserem Code auf jeden Fall rein. Das ist schon mal gut. Oh, das sieht richtig cool aus. Und alles so irgendwie so mysteriös, man weiß gar nicht, was hier überhaupt los ist. Keine Menschenseele. Was ist das? Omega-Capacitor. Okay, ein Kondensator. Da sind ganz viele Kondensatoren. Delta-Capacitor und so weiter, okay. Jetzt müssen wir mal schauen, wo man überhaupt was machen kann. Kann man den hier auskennen? Security-Kamera, okay. Okay, da geht gar nichts. Okay. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt irgendwas an Kondensatoren einbauen, ne? Vermute ich mal. Ja, da sind Steckplätze. Dann haben wir zum Testen wahrscheinlich irgendwie. Ja, müssen wir gucken. Müssen wir jetzt echt probieren. Warum kriege ich den nicht raus? So. Stecken wir einfach mal hier. Okay. Ja. Da hängen wir schon. Erstes schwierige Rätsel und wir hängen hier. Mann, Mann, Mann. Okay, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Joa hier, ja, nützt mir auch nicht. Redirect power to the lab. Nikolai, bla bla bla. So, check mal, die haben irgendwelche Ringe. Warte mal, wir müssen jetzt mal gucken. Oh. Wie können wir jetzt erkennen, was da rein muss? Da erkenne ich keine Ringe. Ah, haha, okay. Jetzt müssen wir schauen. Und das ist das Symbol. Nee, du musst... hier hin. Dann haben wir noch eine Kopflampe, wenn nicht schlecht. Das ist ja wie auf der Kirmes mit den Greifarten. Okay, und dann haben wir noch eine 8 oder was auch immer das für ein Symbol ist. Hier. So. Und jetzt muss er doch hier schnackeln, oder? Noch mehr kaputt? Oder sind das die falschen? Ne, das Symbol passt. Das passt auch. Oder kann man die auch noch andersrum reindrehen? Das wäre natürlich jetzt blöd, ne? Das zeigt nach da.
Der zeigt nach oben. Ob das auch noch einen Hintergrund hat. Mein Gott. Komm raus. Er will nicht mehr raus. Okay, heißt es, dass ich jetzt richtig bin, oder? Wir brauchen bestimmt noch ein Modul, weil hier fehlt ja was. Okay. Ja, lass uns mal weiterschauen. Was geht hier ab? Beleuchtet alles. Hier können wir noch was scannen. Speichermedium, Power Station, Data Drive, Upload to Memory. Okay. Da ist noch irgendeine Notiz. Ich würde sagen, wir versuchen auf jeden Fall noch jetzt hier die Spannung einzuschalten wieder. Und dann würde ich erstmal einen Cut machen. Battery Rack, Protection Relay, Auxiliary Reactor. Ist das irgendeine Einschaltreihenfolge? Wahrscheinlich, ne? So, wohin passt das Bild jetzt hier? Gar nicht, ne? Okay. Wir müssen auf jeden Fall erstmal so ein Ding finden. Ach, hier passt das Bild hin. Okay. Aber noch haben wir überhaupt nichts, glaube ich. Kann man hier. Komm, nimmst mal bestimmt mit zwei. Komm. Ne. Okay. Die fliegen aber schön langsam. Checken wir das mal, ob wir jetzt hier irgendwo schon drücken können. Okay. Bleibt auf jeden Fall auch liegen, das ist gut. Müssen wir nochmal gucken. Battery Rack. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo das Battery Rack ist. Ja, aber wir haben noch keine Spannung, also irgendwas fehlt noch da hinten. Wir müssen bestimmt erstmal runter. Da noch irgendein Modul oder so, was wir rausziehen können? Ne. Da ist doch noch was. Cool. Haben wir es doch. Und da haben wir auch eine Anleitung. Mann. Okay. Also man kann die definitiv verdrehen. Blöd ist, wir haben jetzt schon einen zusammengebaut und sind uns nicht sicher, ob der richtig ist und wir kriegen nicht mehr raus, ne? Ne, den kriegen wir nicht mehr raus. Okay, also fliegt uns halt gleich alles um die Ohren hier. Ach, ein bisschen Licht wäre nicht schlecht. So, hier haben wir nochmal so einen. So, der steht so. Also wenn ich das richtig verstehe, müssen wir es so machen. Müssen wir gucken. Das hier. Der sollte dann auch richtig sein. Und dann haben wir noch
dieses komische B. Hier. Okay. Testen einfach, wenn wir dann feststellen. Natürlich nix. Ich krieg's auch nicht mehr raus. Ne, die gehen nicht mehr raus. Okay, Spiel geschrottet. Was haben wir hier? Hoffentlich habe ich jetzt echt keinen Müll gebaut. Aber ich krieg's nicht mehr raus. Also das ist bombenfest. Ich kann aber auch nichts machen. Bisschen blöd gelaufen jetzt. Okay. Au. Das war die Tür. Okay, wir haben wieder irgendwo jetzt gerade Power bekommen. Okay. Ist schon mal gar nicht so schlecht jetzt. Bis da hinten. Da kann ich gar nichts machen. Auf jeden Fall irgendwas, was wir da jetzt hier oder hier machen können, ne? Ah, guck mal. So, jetzt müssen wir wieder hier lesen. War ja zuerst Battery Rack und dann Protection Relay. Also das war zuerst. Ist auch schon mal richtig. Und dann müsste das der sein. Auxiliary. Und dann wieder, das muss der sein. Ja. Und zu guter Letzt waren ja 4 Punkte, glaube ich, ne? Power Factor. Und Power Factor müsste der sein. Ha! Good job, Agent. Ja, Subsystems are up and running. Gar nicht schlecht. Now find a way to access the reactor and power it up. Power it up! Haben wir hier jetzt alles richtig gemacht? Boah, wir haben das richtig repariert. Wie geil. Und abwärts. Ich will Licht. Hier hat aber jemand Durst. Ich will auch was. Radiation level readings from your suit are pretty high, Epsilon. Wir versuchen mal, was wäre jetzt geil, wenn das geht? Nee. Beschiss. Diese Physik ist so geil. Boah. Sieht schon riesig aus hier. Okay, wir müssen wahrscheinlich hier drauf. Aber wir können hier gar nichts machen. Aber wir können bestimmt bis zum nächsten. Ne, das geht auch nicht. Okay. Aber das bringt uns jetzt weiter. Das geht nicht. Da kommen wir drauf. Okay.
Also bisher kann ich das Spiel nur jedem empfehlen. Also macht echt Spaß, hier die Rätsel zu lösen. Okay, was haben wir jetzt hier? Jetzt müssen wir irgendwo dran drehen und gucken, was passiert, ne? Okay, wir haben da Druck, wir haben... Das ist zu, müssen wir bestimmt aufmachen. Bin mir nicht sicher, was wir machen müssen. Okay, der Druck kommt von hier. Soll da lang gehen. So, wir sind aber noch im roten Bereich, wie es scheint. Das ist gut. Oh, zurück. Zurück, zurück, zurück. Wir müssen das jetzt irgendwie durch... Das war zu viel. Okay. Nicht einfach. Ne, da haben wir gar nichts mehr, aber ist egal. Wir machen den mal auf 0. Allein den mal hoch. Machen den noch an. Ne, das ist zu viel. Jetzt? Ah, es fehlt noch ein bisschen. Scotty, wo können wir noch was rausholen? Okay. Jawohl, jetzt haben wir's. Weiß nicht, ob ich es komplett so lasse oder ob ich ein bisschen ausblende von dem, was ich hier jetzt gefummelt habe. Aber jetzt geht's erstmal weiter, Leute. Da kommen wir auch nicht hoch, ne? Erstmal hier drauf. Dann hier drauf. And so on and so on. Okay, was haben wir hier für ein Rätsel wieder? Was will die Zeichnung sagen? Okay, wir müssen alles in den grünen Bereich bringen. Okay. Bringen Sie uns das jetzt was hier? Wir lassen einfach mal alle ab. Ah. Ah, okay. So, nächste. Nächstes Feld. Das war noch am einfachsten. Zwei Lampen sind da hinten an. Am Ende kommt wahrscheinlich da dieses Pult raus. Okay, hier können wir wahrscheinlich gar nichts machen, weil wir erstmal da was erledigen müssen. Flieg rüber, kleiner Mann. Okay, wieder das Gleiche. Und nochmal. Bing, bing, bing. Ich schmeiß alles raus hier.
So, eine Lampe fehlt noch. Und das ist jetzt nächste komische Rätsel wieder. Okay, ja. Passiert gar nichts, okay. Muss gucken, dass ich nicht gegen die Wand laufe hier. Wäre cool, wenn er das direkt geklappt hätte. Können wir da noch was regeln? Ja, da können wir noch was regeln, auf jeden Fall. Wieder zurück. Okay, jetzt müssen wir gucken, ob wir hier irgendeinen Einfluss haben. Ja, definitiv. So, wie viel fehlt uns jetzt noch? Too much. Okay. Man muss sie wahrscheinlich hier alle zusammenzählen irgendwie. Das sind jetzt wahrscheinlich mal zwei Teilstriche. 3, 4, 5, 6. 7, 8. So, wenn wir den hier reinknallen, haben wir schon 8 Teilstriche. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier echt nicht gegenlaufe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das passt aber auch nicht, was ich hier sage, oder? Und? Tut sich was? Nein. Irgendwie macht das keinen Sinn. Können wir die Röhre hier rausdrehen? Okay. Jawohl, jetzt haben wir es. Okay. Geht wahrscheinlich auch einfacher, aber bin ich zu blöd für, glaube ich. So, da kann ich jetzt wieder nicht hoch. Dann müssen wir wieder die ganze Strecke nochmal machen. Oder kann man jetzt hier hin? Kann ich hier hin? Ja. Okay, machen wir nochmal hier die Reise. Weil wir da jetzt oben hin müssen wahrscheinlich. Gucken, ob der Schalter jetzt da rausgekommen ist. Ja, sieht so aus. Ja, dann können wir jetzt einschalten. Dann sind wir für heute erstmal durch. Engineer Stas Volkov kept up with his maintenance work. I hope the place doesn't explode. Ja, wäre schlecht, wenn der jetzt explodiert, ja. Ich kann aber auch jetzt nicht weg. Oh. What happened? Epsilon. Everything all right? I'm losing the connection. Was passiert jetzt? Epsilon. Das ist aber seltsam. Was geht denn jetzt ab? Hä? Da bleibt er auch noch stehen, diese Figur? Okay, der will uns auf jeden Fall mitteilen, dass wir da hin müssen. Okay Leute, auch wenn ich jetzt hier einen Cliffhanger mache, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier die Folge. In der nächsten Folge werden wir dann sehen, was es auf sich hat mit dem kleinen Astronauta. Und ja,
zum kleinen Fazit. Erstmal von mir, Daumen hoch für das Game. Grafik stimmt, Sound ist geil, die Rätsel sind cool gemacht. Also momentan noch nicht zu schwer und nicht zu leicht. Es, eigentlich hält sich noch die Waage. Ich weiß nicht, wie sich das noch verändert. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und falls ihr noch kein Abo hinterlassen habt, würde ich mich über ein Abo freuen. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.